Wer fährt wieder? Hier. Das ist jetzt der andere, ne? Hier das glamouröse Antenne Frankfurt Parkschild. Großartig, nicht wahr? Auf geht's! Hier ist Antenne Frankfurt. Super. Ah, danke. Alles klar? Alles super. Gut geschlafen? Ja, ne? Ja. Als erstes aufgestanden, ja, sonst. Ja. Hast du auch wen Frühstück gemacht für die Männer? Witzig, ich bin gerade gefahren. Kann ja keiner fahren hier. Wieso können die nicht fahren? Das sind halt Männer, ne? Können ja nicht fahren. Na, wen hast du gefunden? Als Frau. Ja. Ja. Tja. Mit Hilfe. Wir haben extra so einen Seat Alhambra-Bus jetzt bekommen, damit da alle Leute reinpassen, wir da anständig filmen können. Und da ist halt ein sehr großzügiges, frauenfreundliches Navi-Bildschirm-Screen-Ding drin. Ah. Und damit kommt die India dann zurecht. Unglaublich. Du bist als Letzter ins Bett? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht. Als Letzter auf jeden Fall raus. Ja. Ja, oder so. Man sieht's ja noch. Ja, hat ja gesagt, wenn ihr kommt, habt ihr dann gleich natürlich hier. Na? Juhu. Guck. Wir machen jetzt, du kannst auch gleich die Leute. Wir haben jetzt hier noch Äppler Rosé, Herr am Angebot. Oh, das ist was für dich, das ist gut. Äppler Cola, Äppler mit Energy oder Äppler pur. Ja, aber das ist ja alles Alkohol, ne? Ja, Äppler Cola ist kein Alkohol, das ist selten. Aber der originale Äppler, ist mir am liebsten. Ja, ich glaube, so einen nehme ich auch. Also zwei Schmerztabletten und normalen Äppler. Ja, es hilft. Sekunde. Okay, Herz, ich glaube, ich ernähre mich gesund und nehme nur normalen Äppler. Ich glaube, das mache ich auch so. Schade, du kannst gewinnen. Das ist sehr cool, das ist wieder anderer. Du, Rosé? Ah, yeah. Ich rufe kurz und muss mit unserer Fahrerin heute Abend telefonieren. Halt mich mal kurz raus. Ja, muss ich dir machen. Ein klassisches Frühstück, wie man mir sagt. Bin ja nicht aus der Gegend. Auch noch. Wir hatten Jungs dreimal geschlagen. Hier ist noch die Sophia. Sophia kommt aus Köln. Jetzt kommt ja, ich habe schon festgestellt, dass das ist ganz nett, oder? Ja, ist schön hier, gefällt mir. Kommt mal was zu trinken am Morgen, ist auch gut. Wie war's? Die Leute sind nett. Hm? Voll, schmeckt schön, gefällt mir gut. Nee, ich war ein paar Monate, das hat auch gereicht. Der Äppler. Hättest auch gerne einen, ja. Aber du darfst nicht. Nee, ich hab Und du darfst auch nichts sagen. Wein in der Stärke von Bier in der Dose, die man einfach so aufmachen kann. So, ihr lasst euch schon mal gut gehen. Unqualifiziertes von euch gegeben, ihr zwei, ne? Was? Nee, ich hab's unqualifiziert. Ja, nein. Wenn irgendwo Wasser ficken die Fische. Nee, aber die kann einfach rein. Ja, ihr könnt erstmal, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, dann machen wir erstmal unseren kleinen Live-Gig mit Sophia im Studio. Mhm. Ja. Müssen wir also noch ein bisschen briefen, was ihr sagen sollt. Mhm. Was, ne? Wir gehen Anne besuchen. Freunde, wir gehen erstmal raus, wer Anne ist. Anne. Das muss die schon viel erwähnte Anne sein. Anne. Was ist Anne. Hallo Anne. Anne, grüß dich. Ich bin der Dominik, freut mich. Und wir gucken heute mal so ein bisschen in den Radiosender rein und fragen uns, was macht eigentlich so ein Radiosender und was macht die Anne in dem Radiosender? Wird dein attraktives Äußeres nicht verschwendet in diesem trostlosen Bau? Doch. Du hast es genau richtig erkannt. Nee, Quatsch. Ich moderiere ab und an mal. Ja. Na, ich stehe ab und an mal da und darf was ins Mikrofon sagen. Und ansonsten mache ich viel redaktionelle Arbeit. Mhm. Na, so ein bisschen Reportagen. Außenreportagen? Genau, Außenreportagen. Dass du ein bisschen unterwegs bist in Frankfurt und guckst, was gibt es so für Locations, die vielleicht ganz interessant sind. Das ist gut, Anne. Und hast du denn schon irgendwas besonders Spannendes erlebt, wo du dir dachtest, was denn?
am Tag trinken? Ja, das ist. Hältst du das für eine gute Idee? Das ist das Konzept unserer Sendung. Okay, trinken am Tag. Weil wir nicht so viel können und deswegen machen wir Sachen, die im Prinzip jeder kann, machen es aber viel und oft und das wirkt dann spektakulär auf die Leute und die jungen Leute feiern das ab, weil die mit 16 das Saufen von ihren Eltern verboten bekommen. Ach so. Und deswegen schalten die bei uns ein. Ja, das ist auch ein bisschen Vorbildfunktion. Dann, das ist Vorbildfunktion. Also, okay. Also ein bisschen was können wir schon. Nicht. Ich warne die Menschheit vor ihm. Wieso? Bitte lass es nicht zu, das dass er Altenpfleger wird. Ich bringe den Äppler nach Spanien. Bis jetzt noch nicht viel funktioniert. Ja. Bist du ein bisschen liebesbedürftig? Ein wenig. Ein die India stößt mich immer so ab, weil sie ist so ein Dominant. Ich denke, das liegt eher am Apfelwein. Nee, das ist nicht eher. Mal ihr? Bei mir? Du hast eine Fahne, ja, übrigens. Ich dachte, ihr trinkt hier ein bisschen. Ja, wirklich. Wir sind hoch anständig hier. Ich betrachte das aber immer noch nicht als Chor. Aber viele, die hier kommen, trinken doch mit Sicherheit, oder? Nein, auf keinen Fall. Ich bin so ein bisschen. Ich zieh durch. Warte, ich muss nur meine Haare positionieren. So, okay. Was macht ihr denn alle? Warum seid ihr denn überhaupt hier? Wir sind alle Schauspieler. Ihr seid alle Schauspieler? Ja. Oh nein. Wir sind alle Schauspieler? Ja, alle mit Bühnenreif und allem drum und dran. Hier, der gute Max hat seine Schauspielschule in München beendet. Schauspielschule, sagen wir jetzt nicht, wir wollen keine Schleichwerbung machen. Wir sind bei Antenne Frankfurt. Antenne Frankfurt ist super! Ja? Schauspielschulnamen, den nennen wir nicht. Ihn haben wir kennengelernt, weil wir zusammen Theater gespielt haben. Und India haben wir quasi also kennengelernt. In Köln. Ja, wir haben sie kennengelernt in Köln und da hat sie... An einem sonnigen Nachmittag. Weil sie war die Einzige, die bei Eiseskälte nackt durch die Straße gerannt ist. Und da haben wir uns gedacht, für unser Konzept ist hier India genau das Richtige. Richtig. So, also was habt ihr genau vor gleich? Also bis es soweit ist, habe ich gedacht, dann könnt ihr euch mal ein bisschen kennenlernen, ein bisschen ausquatschen und das soll was filmen können. Ja. Und dann sollte Dominik einfach hier an dieses Mikrofon gehen, das ist das rote Mikrofon für die Nachwuchskräfte. ja, das nehme ich. Ja. Und dann einfach kurz über das Projekt reden, was ihr jetzt vorbesprechen könnt, könnt ihr dann in einer Minute, anderthalb einfach im Schnelldurchlauf mal. Er muss relativ fix gehen. Uns geht es um die Weltherrschaft primär. Und dass wir schauen, dass wir ein System aufbauen, in dem wir dann mal. Brauchst du jetzt noch nicht, aber. So auf Standgas läuft's gut. Antenne Frankfurt ist hier um 14:15 und wir sind heute hier in der Redaktion überrascht worden. Und zwar hier im Studio stehen vier junge Menschen und das sind vier junge Schauspieler. Die arbeiten gerade an einem ganz interessanten Projekt und einer von ihnen ist der Dominik. Hallo. Hallo, das bin ich. Hi, das bist du, das ist sehr schön. Erzähl mal, worum geht es bei eurem Projekt? Das ist was ganz, ganz Neues und Innovatives, ne? Also ja, das ist was ganz Neues. Das ist die Reality-Impro-Sitcom. Ich bin nur ein kleiner Teil des vierköpfigen Schauspielerteams. Mhm. Wir wohnen gemeinsam in einer Villa mit Pool und allem drum und dran im Umfeld von Frankfurt und es geht darum, das sind alles gelernte Schauspieler und wir leben uns die ganze Woche lang aus. Wir unternehmen verschiedene Sachen, beispielsweise waren wir jetzt schon im Domina-Studio. Hui! Okay. Ja, da war einiges los. Das ist verrückt. Dann waren wir andererseits, haben wir auch ein paar Trendsportarten ausprobiert, Lasertag und was nicht, also gut, das nehme ich jetzt nicht vorweg, wie es ausgegangen ist, aber spannend zu sehen, wie vier junge Schauspieler den Escape Room bewältigen. Ein Raum, aus dem man rauskommen muss, indem man Rätsel löst. Hui, das klingt extrem interessant. Ja, das kann man euch dabei praktisch beobachten. Dann, ja, dabei kann man uns beobachten und da ist natürlich, also das alles gelernte Schauspieler sind, wird da sehr viel improvisiert und sehr viel Humor, Spannung und auch Erotik reingepackt. Das klingt sehr, sehr interessant. Ihr seid nicht nur Jungs, also jetzt gerade im Studio zwar schon so drei Jungs als Schauspielern, aber ein Mädel hat auch noch dabei, India. Ja, genau. Oh, schön, dass du da bist. Erzähl mal, wie war es für dich, die bisherigen Aufnahmen der bisherigen Dreharbeiten? Also es war sehr spannend, weil ich kannte zwei der Jungs vorher und die anderen beiden Jungs kannte ich gar nicht. Und letztendlich dann 7 Tage in einer Villa zu verbringen, ist letztendlich auch eine Herausforderung, zu gucken, wie funktioniert das, passt das und es ist spannend. Also es ist wirklich lustig und man muss sich auch miteinander so ein bisschen auseinandersetzen und wir haben noch 4 Tage vor uns. Das ist unglaublich, oder? Ich war richtig fertig, als wir hier angekommen sind. Das habe ich gesehen, deswegen habe ich dich gefragt, wann du ins Bett bist. Eine Woche. Nee, das ist spät. Der dritte Tag. Halb eins vielleicht. Wir sind jetzt im Radiosender. Ja, fast 12 Stunden gegangen. Ja, gehen wir vierten das hin. Ich alle Sachen so gut wie die anderen. Deswegen haben wo führt es denn nur hin? Dann sind wir fertig heute das sehen wir heute Abend. Es war ganz gut, weil kam das noch ein Taxi. Das werden wir. Wir werden heute Abend am besten Taxi fahren. Ich habe echt keine Ahnung, wo das hier hinführen soll. Mit dem Versuch, zwei Sätze zu sprechen. Die Arme. Oh,
Die so, Arme. Hast du es geschafft? Ich hab's geschafft. Was machst du jetzt? Erstmal in Rauchen gehen? Nein. Nein? Nein, ich muss jetzt hier richtig arbeiten, weil ich arbeite hier auch richtig. Hey, komm auf den Ampler. Ich hab schon gedrückt. Mach zu. Auf Max, auf Max. Also dann, das ist ein erfolgreiches Interview. Ja. Wow. So, und wer fährt jetzt ein? Ach, India. Nee. Ach so. So fährst du nicht? Er fährt. Ah ja, gut. Und vorher kannst du bei meinem Netz gehalten machen. Nein. Hier raus. Wir sind hier gleich schon abgeschlossen. Nee, nee, wir müssen noch weiter runterlaufen. Wir sind im dritten, wir sind hochgefallen. Ja. Scheiße. Aber das passiert öfters mal in Aufzügen. Dem Stefan ist das gewöhnt. Raus mit dir. Raus mit dir. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator. Ich komme gar nicht hart vor. Wie auch immer, so war der Text. Es ist heiß. Läuft heute Nachmittag um 95.1 auf Antenne Frankfurt. Der Song. Könnt ihr euch anhören. Ja. 39 Grad, kein Ventilator. 95.1 Frankfurt, Antenne. Kannst alles hören, was toll und lieb ist. Drum geh jetzt ran und saufen. Du guter Mond, wenn ich dich sehe, erkenne ich meine Plage. Du bist im Jahre 12 mal voll und ich bin's alle Tage. Mit dem kann ich leben. Tschüss. Prost.